Bevor das Video losgeht, abonniert diesen Kanal und liked das Video. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei Race 2 Division 1. Wir beginnen die sechste Saison in der fünften Division. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Eine Sache, die mir auffällt, ist, dass die Dichte an PSG oder Frankreich-Spielern immer weiter zunimmt, je höher die Division. Nichtsdestotrotz reicht unser Superangriff ein ums andere Mal aus, die Star-Ensembles nach Hause zu schicken. Zwar schaffen es die Pariser, ihren Fans Hoffnung zu geben, aber diese zerschlagen wie erbarmungslos. Unser Hai beißt zu. Wir überrennen nicht nur unsere Gegner, sondern bleiben auch geduldig. Mit enormer Übersicht schlagen wir ein ums andere Mal zu. Glück gehört auch dazu. Spät wird dann auch alles klar gemacht. 3:1. Ein klassisches Premier League-Duell tut sich auf, mit Intensität und einem stetig wechselnden Momentum ein klasse Spiel zu werden. Wenn unsere Mannschaft eine Schwäche hat, dann ist es die fehlende Geschwindigkeit in der Verteidigung. Die Red Devils wissen das perfekt auszunutzen. Unser Siegeswille ist unabdingbar und wir schlagen zurück. Eine deutsch-amerikanische Co-Produktion verschafft uns die erneute Führung. Ein Gegentor der Sorte besonders eklig ist der doppelte Doppelpass. Die nächste Aktion mit Ziyech zeigt meine komplette Online-Erfahrung. Ich weiß, dass der nächste Spielerwechsel meines Gegners zum Innenverteidiger gehen wird. Damit wird der Weg nach unten frei. Das Wissen wird total ausgenutzt. 4:2. Solche Siege tun besonders gut. Damit haben wir auch die ersten 9 Punkte gesichert. City gegen Chelsea. Ein ganz normales Spiel. Nein, eine Machtdemonstration. Früh schießen wir die ersten Tore. Wir holen uns zwar eine rote Karte, um das Gegentor zu verhindern, das hält uns aber bestimmt nicht auf. Wir holen am Ende ein 7:0. Zugucken und genießen. Egal ob Barca oder Frankreich, unsere brutale Offensive ist fast gar nicht zu stoppen. Und das wird sich über die komplette Folge hinziehen. Wir schießen Tore und Tore und Tore. Egal ob Barca, egal ob Frankreich, egal ob City. Wir hauen die alle aus dem Stadion. Das Spiel gegen Sevilla wird ein klassisches FIFA-Game. Am Ende werden 11 Tore fallen. Wir gehen in Führung. Dann dreht sich das Momentum. Am Ende liegen wir sogar 4:2 zurück. Mit gewaltiger Offensivpower schlagen wir zwar den Gegner wieder in den Rückstand. Nichtsdestotrotz, wie verliert man solche Spieler normalerweise? Genau durch eine Standardsituation. Und die fangen wir uns auf. Wir gehen in den Rückstand 6:5 für Sevilla. Das war ein richtiger Nackenschlag. Wir haben zwar nochmal die Riesenchance, aber ich choke komplett. Angeschlagen fehlt uns nur noch ein Punkt bis zum Titel. Den Pott holen wir uns dann aber gegen Atleti. Ein einfaches Spiel schickt uns in Division Nummer 4. Ihr seht die Tore. Eins ums andere Mal nehmen wir da unseren Gegner komplett hops. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, und ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.